Hier war der. Genau, der stand ja auf diesem Berg hier. Stimmt, und da war der andere ja zu dumm, da eben hinzufliegen oder hinzulaufen sogar. Da kann ich ja auch hinlaufen. Nimmt ja gar keine Zeit. So, ich glaube, hier stand er irgendwo, ne? Ja, da ist er. Pa! Held! Was für ein aufreibender Job. Ich kenne das Gefühl, Bro. I know that feeling. So, wir linsen auf unsere XP 51,74%. Ja, gab knapp 10% für so einen scheiß Brief abgeben, kann man machen. Oh, jetzt habe ich nicht vorgelesen, tut mir leid. Lies den Brief. Ich verstehe. Es gibt einen Grund, warum er nicht mehr kämpfen will. Als er in den Krieg zog, hatte er eine kleine Schwester namens Hine. Hine starb im Krieg und er erhielt die Nachricht von ihrem Tod sehr spät. Dass er sich im Kampf kapfen. Also, wer das übersetzt hat, ne, macht seinen Job echt nur noch halbherzig. Gegen Ivelisse befand. Er war so darüber betrübt, dass er seine Schwester nicht beschützen konnte. Er fühlte sich schuldig an. Wie fühlte er sich? Schuldig. Wie? Ist ein Wie-Wort, ne, lernt man gut schon. Ihrem Tod und warf ihren Ring weg. Er warf den Ring fort, weil er sich für ihren Tod verantwortlich machte. Vielleicht bereut er dies nun. Wenn du ihren Ring wieder findest, ändert er vielleicht seine Meinung. Ein Garbage Spider. Auch nicht schon wieder diese Viecher. Da waren wir doch letztens erst, ne? Ja, genau, da haben wir die Quest-Items gefarmt. So, dann mache ich das hier schmerzhafte Vergangenheit wieder ran. Ring auf Fine. Ein Ring, den Garbage Spider gestohlen hat. Und wir holen ihn jetzt wieder. Und da kann ich euch mal den Imba Damage zeigen, den wir jetzt drücken, meine lieben Freunde. Wir hauen den Damage jetzt quasi echt nur noch so raus. Skillbaum-mäßig läuft bei uns eigentlich mittlerweile. Ab hier geht's dann natürlich richtig rund ab Asal. Und dann werden wir vielleicht auch mal die ein oder andere Randbob-Arena-Session machen oder auch mal beim GW mitspielen, wo wir dann selbst mit Low Asal ein paar Leute rausfarmen können. Das ist ja das Unfaire an diesem Skill. Ihr könnt, also früher war es auf jeden Fall so, heute ist es teilweise auch noch so, weil doch noch Leute im GW rumlaufen, die keine AP haben. Die könnt ihr dann doch noch rausasalen und sonst ist das ganz lustig für die PvP. Aber werden wir dann sehen, Freunde, werden wir dann sehen. Ja, die Gilde Evergreen, habe ich ja schon vorhin gesagt, entwickelt sich momentan wieder echt prächtig. Also gestern waren alleine 10 Leute on. Jetzt nehme ich gerade sehr früh auf. Ich kann es euch kurz sagen, wir haben 16 Uhr. Da sind die meisten alle noch am Arbeiten und in der Schule. Ich habe heute ein bisschen eher frei bekommen. Überstundenabbau und so, if you know what I mean. Und ja, da habe ich mir gedacht, kannst du eigentlich direkt schon mal aufnehmen. Dann hast du auch in der Zwischenprüfung nicht mehr so viel Stress, ne? So, da die Garbage Spider stand, gehe ich mal schwer davon aus, dass ich die Normals killen muss. Die müssten sich ja hier irgendwo verstecken. So, dann buffen wir uns erstmal kurz durch. Da sind die paar Normals. Ja, bufftechnisch, ich bin am überlegen, 63, okay. Ups, da schauten wir sogar. Bronze. Ist es geil, Bronze? Ja, doch schon ein bisschen. So, wir wollen ja jetzt gar nicht leveln. Wir wollen ja nur eben die Quest machen. Und jetzt kann ich euch mal den Imba Damage zeigen, den wir gerade raushauen. Ihr seht. Zack, 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 zack. Tot. So schnell, Freunde, geht das. So schnell. Bam, 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 bam. Ihr seht, 6k Crit einfach mal so rein. Gar kein Problem. Zack, hier ist der 6k Crit. Da. Zack. Kann ich die. Ja, von mir aus. Dann hätte ich mich eben. So. Haben wir das auch erledigt? Waren wir wieder freundlich hier, meine Freunde? So. Jetzt werden meine Buffs noch überbufft, obwohl ich schon alles Max hab. Garbage-Spider, die normalen müssen wir killen. Ring of Heine brauchen wir. Wie viele brauchen wir davon? Ein Stück. Also Leute, bei knapp 6000 Crit und noch richtig geilen Damage, ihr seht, fast 7000 Crit. Ja? Würde ich mal sagen, da läuft.
Dann zeigen wir ihm noch eben das Equip. Kann kurz das Equip angucken. Ist schon recht imba, Freunde. Wisst ihr ja selber, da läuft richtig. Und ich finde diesen scheiß Ring einfach nicht, Freunde. Diesen Ring of Heinel. Und wir müssen ja, denke ich mal, die normalen killen, oder nicht? Kill Garbage Spider, ja. Und Garbage Spider sind für mich die normalen. Und wir droppen diesen scheiß Ring nicht. Ring, ne? Jetzt kriege ich schon wieder nichts geschissen. Und das Schlimme ist, diese Monster sind so weit voneinander entfernt. Ich bin hier nur am Laufen. Anstatt hier einfach mal, dass sie so nah beieinander sind, ne? Muss ich hier wieder 6 Kilometer laufen. Nur für einen so ein scheiß Monster. Lol, Ultimate, alles gut, ne? Jetzt finde ich hier keine Normals mehr, ey, da kriegst du alles bei. Die hat mich gestern schon mal angeschrieben, als ich mit Panamera gelevelt habe mit meinem Akro. Da hat sie gestern schon geschrieben und wollte die ganze Zeit, dass ich level. Das gab dann auch erstmal eine halbe Stunde Diskussion hier, wo ich die ganze Zeit angeschrieben wurde. Jetzt geht's hier weiter, also möchte dringend gelevelt werden, Freunde. Also wenn einer noch ein Leecher braucht. So, Ring of Final haben wir. Das Quest-Item ist am Start, Freunde, der Ring of Final. Und jetzt müssen wir zu Zorro. Können wir das Equipment auch wieder ablehnen machen, Freunde? Wollen wir es ablehnen? Okay, und ihr seht, ich bekomme immer eine Nachricht. Das ist das, was ich letztens gemeint habe. Ihr seht's? Seht ihr das? Diesen Bug? Und letztes Mal habe ich es gemacht und da wollte es dann keiner glauben, weil weil es dann in dem Moment, wo ich es euch zeigen wollte, wieder nicht geklappt hat, ne? Ihr kennt das ja, da will ich was zeigen, so ein Bug und so, und dann geht's auf einmal wieder nicht mehr. Ja, Freunde. Moment. Jetzt habt ihr gesehen, dass ich nicht nur gelabert habe, sondern dass es auch stimmt. Ja? Da habt ihr den Beweis. Und wir haben wieder Pieces, jawohl. Die kann ich gleich direkt wieder in unser Lager tun, in unser Bunker. Da sind schon ordentlich Pieces bei rumgekommen. Der sieht sogar ganz schnieke aus, der Ring. Ring of Heinel. So, zu Zorro müssen wir. Genau, der stand da hinten. Hier stand der, dieser Bauer. Seinen Namen habe ich auch schon wieder vergessen. Elaine hieß der, ne? Ja, ja, ja. Elaine. Genau, notentechnisch läuft immer noch. Ich glaube, wir haben gerade keine gedroppt. Was ein bisschen schade ist, aber was willst du tun? Wasch, wild, so tot. Ich bin ein echter Gangster. Kennt ihr den noch? Den echten Gangster von damals? Da war ja auch die Witzfigur des Jahrhunderts. Da ist er. Der liebe Zorro, der gar nicht aussieht wie Zorro. Aber ich glaube, der Zorro mit dem Schwarzen wird auch mit Doppel-R geschrieben, ne? Zorro, kann auch sein. Ja, das ist er. Da haben wir ordentlich. 15%. Schön, bring den Ring zu Ellen. Es wird schmerzhaft für ihn sein, aber die Zeit heilt alle Wunden. Er will dich nur zurückziehen, damit so etwas nie wieder passiert. Sich zu verstecken wird aber nicht verhindern, dass so etwas nochmal geschieht. Geh und bring ihm den Ring seiner Schwester. Mache ich. Und Freunde, als ich möchte einfach mal ein Zeichen setzen, ja, dass die NPCs laufen können und deswegen laufe ich da jetzt hin, weil ich, Haixun, zähle mich als sportlicher Flüffletch-Let's Player und möchte einfach mal ein Zeichen setzen, dass man hier nicht für jede 5 Meter ein Board braucht, sondern mal die schöne Welt von Flüff erkunden kann. Hier zur linken Seite sehen wir ein Rad, also so ein Zahnrad. Wieso das in der Welt drin ist, habe ich noch nie verstanden. Zu meiner Rechten sehen wir Berge, die dann irgendwann mit einer unsichtbaren Wand enden. Hier sehen wir Baumstümpfe, Steine, schlecht designte Steine. Und hier so, weiß ich auch nicht, so Dampfdinger. Und wir sind schon bei Ellen. So schnell ging's, Freunde, und dafür braucht man doch kein Board, oder? Warum bist du wieder hier, du Hurensohn? Dieser Ring ist... wo hast du ihn gefunden? Ja, du hast recht. Dies ist der Ring meiner Schwester. Das einzige, was mir von meiner Schwester blieb. Sie wurde von Monstern brutal getötet, während ich in den Krieg zog. Ja, ich weiß, es ist alles meine Schuld. Wenn wir Ivelis schneller getötet hätten, wäre meine Schwester noch immer am Leben. Richtig, um zu verhindern, dass erneut Leute wie meine Schwester sterben, sollte ich kämpfen.
Ich lag so falsch. Ich kann mich nicht vor der Verantwortung verstecken. Ah, jetzt hat er es auch verstanden. Ich werde gemeinsam mit Zoro und Rionan an deren Seite kämpfen. Zuerst muss ich aber einiges erledigen. Kannst du mir dabei helfen? Ich würde erstmal das Bauernoutfit ausziehen und diesen Vogel wegschmeißen. Es ist nicht schwer.